Hey, willkommen bei Up in Wood. Mein Name ist Axel und heute geht's wieder Up in Wood und zwar auf eine Kienspantour, wie angekündigt. Ja, warum nochmal? Jubiläum steht quasi an. Heute ist, weil ich ja irgendwann mal gedacht habe, ich hau die donnerstags raus, die Videos. Heute ist dann quasi der 28. und morgen am 29. dann ist wirklich der Kanal ein Jahr alt. Yay! Und weil das erste Video ein Kienspan-Video war, wird das jetzt auch ein Kienspan-Video. Was heute sonst noch passiert? Naja, kicken wir mal, wie immer. Ja, Brücke, da war ja was. Ganz schön laut. Wart. Wenn ihr nicht wisst, worum es geht, ja, auf dem Kanal kommen jede Menge Blödsinn, unter anderem so weit. Irgendwo blendet man nicht ein. Ja, der Sturm hat hier einiges runtergeholt und umgehauen. Aber momentan geht es jetzt zum Glück wieder und dann gehe ich auch wieder in den Wald. Weil bei Sturm, gut, habe ich auch schon mal gemacht, ist aber nicht so witzig, ne? Soll man ja auch nicht. Also bitte bei Sturm nicht in den Wald. Danke, auch mal gesagt. Aber natürlich ist heute, wie gesagt, kein Sturm, deswegen heißt es Up in Wood. Juhu! Up in Wood, Up in Wood. Ich muss mal einen Song schreiben. Up in Wood. Wird Zeit für ein eigenes Liedchen. Ihr habt alle schon Angst, ich merke das jetzt schon. Doch daher jetzt erstmal, wie gesagt, lassen wir den Worten Taten folgen. Up in Wood. Ja, wie man gesehen hat, gibt es hier eigentlich gar nicht so viele Birken, aber die hat Chaga. Ja, ja. Das, was immer so verbrannt aussieht. Ja, wie gesagt, nicht nur Kienspan heute, dazu kommen wir hoffentlich noch. Das erste, was mir halt auffällt, ist der Chaga. Ja. Und vor allem, weil es auffällt, die einzige Birke hier so ungefähr weit und breit und unter Kiefern und genau die hat Chaga. Lass ich aber dran, weil ich habe noch zu Hause. Was haben wir denn hier? Ja, wackelt. Wackelt aber zu sehr, also will heißen Urpa. Kann man schon so rausholen. Hupi. Ja, das ist ein, nenne ich es mal, positives Negativbeispiel. Weil ja, da wird schon noch hier, ja, da ist schon noch ein bisschen drin, aber das sehen wir einfach mal hier. Und jetzt sieht man auch positives Negativbeispiel. Ja, der ist recht fest und der wird auch gut brennen. Aber wie man sieht, das hier sieht schon mal gar nicht mehr so gut aus. Aber hier diese Stellen zum Beispiel, wissen wir ja auch mittlerweile schon, da ist trotzdem noch Kienspan drin. Und wir können ja noch mal weiter unten reinschauen, weil hier hatte ich ja ein Stück abgemacht. Ja, ich hoffe, man sieht es. Auch wenn das hier ringsherum verfault ist, das da drin ist auf jeden Fall noch orangener. Ja. Da ist ein Mühe mehr drin, aber letztlich ist das halt, wie man an den Seiten ja auch schon sieht, zu verfault. Also das Zeug, was im Boden ist, zieht logischerweise auch immer mehr Flüssigkeit, mehr Wasser. Reißen. Ich mag die Dinger hier, die direkt aus dem Boden kommen, eigentlich nicht wirklich. Ich bevorzuge das, was der Luft getrocknet ist. Das habe ich jetzt hier nochmal abgemacht, um zu zeigen, also hier an der Stelle hat man noch den besten Kienspan. Hier ist ein bisschen dicker, hier könnte noch ein bisschen besser sein. Ich hau den für gewöhnlich eigentlich nochmal gegen einen Baum, damit da ein bisschen, ja, damit das grobe Zeug runter ist. Und dann, ja, merkt man ja auch, wie fest der ist halt oder nicht. Ich suche mir jetzt erstmal eine bessere Stelle, weil hier jetzt einfach sägen macht nicht so viel Spaß. Also, andere Stelle.
Praktischerweise einen Platz gefunden, gleich an einer umgefallenen Kiefer. Ja, die ist ein schönes und schlechtes Beispiel, insofern natürlich, als das wieder ein Negativbeispiel ist. Mal gucken, was Positives bei rauskommt, aber eigentlich sagen mir diese feinen Wurzeln, dass da drin, jetzt hier, so wie man hier sieht, eigentlich nicht mehr Kienspannen drin ist. Also das findet man vielleicht noch tiefer da drin, aber hier diese Wurzeln, die so blättrig sind, ja, die haben in der Regel eigentlich nicht so viel Kienspann inne. Gucken wir uns vielleicht gleich nochmal an. Gucken wir mal. Und wenn es zu einfach geht, merkt man auch immer gleich, wenn es zu einfach geht, da ist nicht gut. Ja, dann sieht es halt so lame aus hier. Es ist trotzdem Holz, das gut brennt, aber ist natürlich nicht das, was man sucht. Wenden wir uns daher lieber unserem wahrscheinlich ja, sehr viel besseren Beispiel zu. Aber wie gesagt, das Zeug, was im Boden ist, ist nicht so qualitativ gut, meiner Erfahrung nach, wie das, was an der Luft getrocknet ist einfach. Da merke ich in der ersten Schicht sozusagen schon, dass es einfacher geht, weil das hier halt so, ja, durch ist das Zeug. Aber in der Mitte dürfte es noch gut sein. Ja, ist schon mal besser, aber auch nicht überragend, ne? Ja, wenn ich die Tür aufbreche, dann sieht es schon besser aus. Ja, hier ist dann teilweise besser. Hier sind wir quasi dann am Ende angelangt. Marige? Ja, ist okay. Ja, also das ist dann schon hartes Getränk, also das brennt gut. Schauen wir mal. Sieht ja nicht so schlecht aus, aber wie gesagt, auch recht feucht. Würde ich erst normalerweise mal trocknen lassen. Aber ich habe ja gesagt, heute wollen wir auch mal ein bisschen was hier abfackeln von. Machen wir mal alle drauf hier. Kicken wir mal, wie gut das geht, dem feuchten Zeug hier, aber ja, werdet trocken, dann werdet ihr jetzt schon an, würde ich sagen. Okay. Das hasse ich eigentlich. Mag ich nicht gerne. Aber damit das irgendwie mal angeht. Gut. Ah, ist jetzt keine Ewigkeit, aber braucht schon einen Moment, bis das hier runtergebrannt ist, dieser kleine Haufen. Ich habe mich hier noch ein bisschen umgeschaut an der Stelle und noch ein Beispiel für einen Ast gefunden. Was ich mir jetzt nochmal anschauen will. Euch zeigen will. Nicht viel, aber checken wir mal aus. Ich gucke es mir mal genauer an. Jetzt muss ich aufpassen, weil genau das, was ich jetzt hier freisäble sozusagen, das ist ja, was ich haben will. Da könnte man jetzt nochmal draufpacken und andere mit anzünden. Vielleicht doch zu wenig. Ja, ist sogar zu wenig. Na gut. Auch ein gutes Beispiel, nämlich ein negatives Beispiel. Hat nicht erreicht. Was beim letzten Mal ein bisschen zu kurz gekommen ist, also beim vorletzten Mal muss ich eigentlich sagen, und beim letzten Mal auch, habe ich ein Wintervideo gemacht. Hier, diese kleinen Kerle, die oben schon grau sind, aber unten noch ein bisschen Rinde haben, die neben den Großen hier stehen, die haben und auch noch ordentlich Kienspann inne, weil da kommt man eigentlich ganz gut ran. Der hier ist jetzt natürlich nicht einfach umzuhauen, muss man schon mit der Säge ran oder mit der Axt oder so. Aber da unten ist ordentlich Kienspann drin, da ist genug Kienspann. Das ist jetzt nicht so,
Tiefenrot, wie man es manchmal hat, aber wie man es auch gerne hätte. Aber das reicht völlig aus. Heute werde ich aber nicht das als Beispiel nehmen, weil wenn ich das jetzt mitnehmen würde, absägen, dann würde ich das nur machen für ein Feuer, ein entsprechendes Feuer. Habe ich heute nicht vor, nicht in der Form, weil wenn ich denn zum Beispiel nachher zufällig noch was köcheln wollen würde, würde ich das ungern jetzt auf Kienspan machen. Weil Kienspan brennt, wie gesagt, sehr schwarz, also der qualmt sehr schwarz und ist jetzt nicht das Beste fürs Essen. Nur fürs Anmachen und dann vielleicht mal als Highlight. Hier haben wir eine ganz nette Kiefer, nichts Besonderes, einfach umgefallen. Ich will mir aber mal die Äste anschauen. Ich gehe einfach mal unten ran. Boah, nichts Besonderes. Die andere Seite sieht aber schon wieder viel besser aus. Ja, wie man sieht, da kann man auf jeden Fall was abnehmen. Jetzt aber auch der Würm drin. Warte mal, ich mache mal von einer Seite und gib mir mal selber Windschutz. Ja, Wind? Schon crazy. Yo, and it burns, burns, burns. Wer ist schon? Mr. Burns. Eine Sache noch zu denen. Die sind hier unnatürlich schick, aber hier unnatürlich nicht mehr. Ja, also man hat dann hier, sagen wir mal, hier immer so gute 5 cm noch okay, aber der geht natürlich auch noch weiter rein. Hoffentlich finden wir dafür auch noch ein Beispiel. Eigentlich dachte ich, die Saison wäre quasi schon vorbei, aber es kommen noch ein paar. Aber leider sind es die einzigen, die ich gerade gefunden habe. Will heißen, ich lasse die da erstmal noch stehen. Wenn ich mehr finde, nehme ich vielleicht noch welche mit. Ja, hier habe ich ein schönes Beispiel dafür, dass ich offensichtlich zu häufig oder sehr häufig im Wald bin. Denn hier habe ich offensichtlich schon mal geschaut. Und wenn ich mich recht entsinne, das war einer der Beispiele dafür, wo oben Kienspan drin war und unten dann halt gar nichts mehr. Ne? Hier auch so ein Zeug, wo man sehr feine Wurzeln dran hat. Aber auch ein schönes Beispiel, wie lange die auch noch flexibel sind. Das ganze Ding ist hier natürlich schon, liegt hier schon eine ganze Weile, aber die Wurzeln sind immer noch flexibel und halten noch was. Also ja, auch krasses Material. Da hat der Emaillemann aber einen rausgehauen, ja. Ich muss auch immer größere Haufen machen. Hier haben wir noch ein schönes positives Negativbeispiel, davon habe ich heute ein paar mehr. Will heißen, das ist ja gar kein schlechter Baum, aber da ist ein Bau drunter. Will heißen, unter jedem Baum könnte auch ein Bau drunter sein. Und wenn nicht gerade irgendwelche Spinnweben signalisieren, dass der nicht, besetzt ist, ja, dann sollte man die Finger vielleicht auch vom Baum lassen. Und hier haben wir gleich ein doppeltes Beispiel dafür. Da drunter ist ein Bau, aber von der anderen Seite und... Ja, hier ranzukommen ist natürlich auch so gut wie möglich. Den Aufwand, das alles, da die Erde zu entfernen, sollte man sich eh nicht machen. Klingt jetzt etwas komisch, aber eigentlich suchen wir fast so ein Stadium. Das ist jetzt schon ein bisschen zu krass, zu extrem, aber ich hoffe mal, ja, dadurch lässt es sich sehr gut demonstrieren, weil wenn ich das jetzt hier alles wegnehme, bleiben nur diese Stümpfe übrig. Also alles ringsherum zerfällt schon, fällt ab, aber genau diese Teile bleiben immer übrig. Und das ist auch dort, wo dann halt der Kienspan drin ist. Zeigen wir gleich nochmal. Ich habe jetzt einfach mal alles mitgenommen. Das hier ist übrigens auch ein schönes Beispiel für Kienspan. Ja, zeige ich. Ja, wie gesagt, auch das hier ist ein schönes Beispiel für Kienspan, denn ringsherum das kannst du alles eintreten, ja, aber die Mitte nicht. Die Mitte ist fest. Ja. Ich habe jetzt einfach mal, wo ich den Teil rausgebrochen habe,
Das habe ich einfach noch mitgenommen, weil man hier ganz schön sehen kann. Ja, hier, so, da hörte der Baum mal auf und das ist der Teil, der noch drin ist. Das habe ich mal hier nochmal mitgenommen deswegen. Und wie gesagt, den Teil, wo hier dann irgendwann mal der Ast abgebrochen ist, den schauen wir uns jetzt mal an. Ich hoffe, man kann es sehen, aber hier, wie gesagt, Kienspan inne. Ja? Das alte verrottete Ding, aber hier ist der Kienspan drin. Ja, dann kann man sehen, ja, ganz kleine Ringe, sehr dunkel, sehr orange. Astreiner Kienspan. Oink, oink. Ja, keine Ahnung, was die beiden sich hier gedacht haben, aber haben sich offensichtlich das Gleiche gedacht. Oink. Ewasch! Was? Ja, hast du mich schon richtig verstanden. Ewasch, verdrempelst du mich hier an? Warte mal, bis ich groß bin. Ja, aber dann bin ich schon tot, Lubik. Na gut. Jetzt zieh bloß weiter. Verfatzer. Okay. Hui, also den Kavenzmann hier hat es auch umgehauen. Da steht auch noch einiges von ab. Genau das ganze Stück. Und da schießt das Harz auch rein. Jetzt nicht bis in die Spitzen, aber auf jeden Fall hier so noch mit rein. Und in das ganze Zeug, was hier so zersplittert ist. Also da kann man auch auf jeden Fall Ausschau halten und schauen, dass da dann mit der Zeit dann halt auch Harz drin ist. Wurzeln liegen ja eher selten frei, aber durch Forstarbeiten werden auch die mal hier in Mitleidenschaft gerissen. Hier abgebrochen fast schon, abgerissen. Ich guck mal, ob die hier für ein Beispiel noch taugt. Naja, nur bedingt. Es ist ja auch nicht durchgehend immer, ne? Aber ja, ich hoffe, man kann es erkennen. Hier, genau über die Stelle sozusagen weg, was ja oben ist, hier an der Stelle wohl. Ja, kann man sehr gut sehen, denke ich mal. Auch diese haben ordentlich Kienspan, zumindest auf der Oberfläche. Ja, das sind ja auch bloß Wurzeln, die ordentlich geschunden werden. Ja, das sind ja auch wie Wunden. Naja. Einmal mit Wurzel. Wurzel vom Weg. Ja. Ich habe mal noch so ein schönes Beispiel. Ab einem gewissen Punkt könnte man denken, ja, verrottet, da geht's ja gar nicht mehr, aber nee. Ja, es geht natürlich auch zu verrottet, aber in diesem Stadium will man die eigentlich haben. Da liegen die schon ein paar Jahre und sind so richtig harzdurchdringend. Schauen wir mal, ob ich euch anlüge. Machen wir uns doch erstmal an sowas Kleines hier. Hoppa, es zerbricht schon, aber ja, im Kern sieht man schon was. Ja, mal gucken, ob wir halt nicht halt abbrechen können. Oh ja. Oh ja. Oh, das geht zu leicht. Ah, hätte ich bei dir gesagt, aber es sieht trotzdem gut aus. Ja, also hier, man sieht's. Also hier sind die Ringe sehr klein und alles sehr, sehr orange. Also das ist schon schön, aber hier natürlich musst du ein bisschen Gras. Und selbst der Teil, ja, sieht eigentlich ja nicht so krass aus, ne? Aber selbst der Teil hat gut Kienspan inne. Und jetzt nehmen wir uns hier mal was Dickeres vor. Oh, gut, nur auf der Innenseite. Schade. Kicken wir mal, was hier noch so dran ist. Jo, auch nicht schlecht. Aber das Beispiel haben wir ja schon gehabt. Naja,
hält sich in Grenzen. Was war jetzt noch mal Kienspan? Ach so, ja, da war ja noch was. Kienspan. In der Regel ist es Nadelholz, dem Schaden zugefügt wurde. Es verletzt sich ja meistens nicht selber, wurde mir extra nochmal gesagt. Ja, ja, da. Also, Sturmschaden war so immer, kommt irgendwas, der Baum wird verletzt, Ast bricht ab oder dergleichen, der Baum fällt um. Ne? Also, Verletzung am Baum. Und um das irgendwie, wie beim Menschen, der Wundprozess, ne? Um das irgendwie wieder zu verschließen, schickt er an diese Stellen Harz. Ja, und diese Stellen, ja, die will ich quasi extrahieren. Ja, deswegen gehe ich an irgendwelche Stellen, wo der Baum solche Verletzungen hat und klaube diese Stellen heraus. Ja, so klingt komisch, ist aber so. Was haben wir denn da? Bist du der Kienspan? Ja. Jede Menge Kienspan. Tiefer kann ich leider nicht rein, deswegen muss ich mal hier ansetzen. Ui. Ja, das sieht doch ganz nett aus. Also hier sieht man ringsherum extrem. Ja. Und würde man jetzt weiter reingehen können, ja, würde man davon noch mehr mitnehmen können. So kann ich jetzt leider nicht so viel davon sehen. Geschweige denn mitnehmen. Ich muss euch ein Geständnis machen. Das ist eigentlich gar keine wirkliche Kienspan-Tour, denn ich habe eigentlich theoretisch genug zu Hause. Auch wenn man eigentlich nie genug haben kann, ist ja klar. Boah, doch, reicht es. Ja, es reicht. Daher sind es alles wieder nur Beispiele. Aber zu Hause muss ich gestehen, es riecht immer noch eine ganze Weile so, aber halt auch nicht ewig. Der Baum hier wurde eigentlich gefällt sozusagen, aber ist auch ein schönes Beispiel dafür, wo sich denn eigentlich so die Harzeinschlüsse befinden. Ne? Also hier unschwer zu erkennen. Und hier haben wir auch noch so ein Beispiel. Eine Sache ist mir da noch eingefallen. Ich wurde nämlich mal gefragt in den Kommentaren, sag mal, ist das überhaupt legal? Darf man das? Ist das legitim? Und ich sage mal so, ich denke mal, es ist wie mit dem Pilze sammeln. Insofern, als dass, wenn man es nicht übertreibt und dann halt nur für den Eigenbedarf ein bisschen was holt, ist es kein Problem. Aber wenn man das jetzt halt maßlos macht, würde ich denken, da gibt es dann halt auch, wie bei allem, gibt es irgendwo Grenzen. Ja? Ja, daher in Maßen kein Ding. Weil es gibt ja auch genügend Stellen, wenn man einen Kiefer zur Verfügung hat oder 50.000, ja, wo man sowas finden kann. Deswegen, man braucht ja nicht viel und man muss es ja nicht übertreiben. Dann ist es, glaube ich, alles legitim. Das ist meines Erachtens nach ein Weg. Ja, nur ein Weg. Also jetzt nichts Abgefahrenes, Schlimmes. Ich darf mich ja theoretisch im Wald ja auch frei bewegen, als Fußgänger. Ne? Wenn ich jetzt nicht gerade mein Moped auf dem Rücken habe. Ne? Also, diesen Weg habe ich genommen, von der ganzen Weile. Ja, und das war auch der Weg, auf dem mir dann halt, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, bestimmt, aber egal. Das war der Weg, auf dem mir der Wurzelgnomjäger entgegenkam und mich fragte, ob ich denn lebensmüde sei, weil ich würde ja keinen Weg oder sonst irgendwas nehmen und ich sollte gefälligst hier auf diesen Weg, auf den breiten Weg zurückgehen, sonst würde er mich des Waldes verweisen. Gut, das war klar, dass mit dem nicht zu reden ist und dass der eine schöne Macke hat. Na gut. Dann war natürlich klar, dass der, also, dass ich dem wahrscheinlich die Jagd versaut habe, ne? Aber kann auch so passieren. Also man kann coolen Jägern begegnen, man kann aber auch kleinen Wurzelgnomen-Jägern begegnen, die einen auf Klaus Kinski machen. Also echt, der sah auch so ein bisschen aus wie Klaus Kinski, auf jeden. Ja, jetzt hab ich's. Das war vielleicht Klaus Kinski. Der ist bloß ein bisschen geschrumpft. Ein bisschen die Breite gegangen. Zur Feier des Tages habe ich natürlich gedacht, ich
schaue mal so ein, zwei Spots hier, wie der hier, da kann ich auch mal vorbeigucken. Die schaue ich mir noch mal an. Ja, der Sturm hat das soweit alles am Leben gelassen, aber ich sehe schon von hier, ich kann mir mal ein Bild machen, ja. Die Seite hängt langsam so ein bisschen durch. Das ist ja auch die Seite, wo logischerweise mehr Gewicht drauf ist. Denn hier können zwei Personen schlafen. Hier kann eine Person schlafen. Und ja, deswegen ist das Ganze auch noch ein bisschen robuster. Ja, also an diese Seite sollte ich dann doch mal ran. Das hängt ganz schön durch. Ich weiß nicht, ob man von da aus sehen kann. Ich habe jetzt einfach mal einen Balken noch runtergedrückt. Der wird erstmal nicht so viel helfen, aber vielleicht im Notfall. Ich mache es mir erstmal noch mal ein bisschen bequem und quatsch euch ein Ohr ab. Quatsch ein Ohr ab, genau. Kau euch ein Ohr ab. Laber euch einen Knopf an der Backe. Und so. Seid ihr bereit? Ich auch. Total. Ja, nee, ich bin jetzt schon eine Weile durch den Wald gelaufen. Und weil ganz wichtig ist als erstes, mein Fuß tut weh. Ja, nee, hier, muss ich mir, oder kann ich auch nur empfehlen, muss ich mir eigentlich wieder Saki zu Herzen nehmen, weil der gibt ja so viele Tipps, der hat selbst für sowas Tipps, ja, also nach dem Motto, was machst du mit deinen Füßen, ne? Socken dürfen keine Fusseln dran sein, das fängt damit an, ja, das ist auch ein Problem, da könntest du Blasen von kriegen, man kann aus einem eine Wissenschaft machen aus, Füßen auch, und da musste ich, apropos Füße, musste ich hier jetzt auch dran denken, von wegen, stell dich mit dem Fuß dagegen. Ja. Wer den Film kennt, weiß, was ich meine, habe ich gemacht. Jedes Mal, wenn es um den Fuß geht, muss ich daran denken. Ich liebe den Geruch von Kienspannermorgen. I love the smell of fatwood in the morning. Und jetzt alle zusammen, zehnmal hintereinander. I love the smell of fatwood in the morning. I love the smell of fatwood in the morning. I love the smell of fatwood in the morning. I love the smell of fatwood in the morning. Ihr wisst schon. An der Stelle will ich auch mal Danke sagen. Also an alle. Fangen wir mal meine Familie an, weil nehmen wir zum Beispiel Werkstattprojekt. So mobil bin ich nicht. Da brauchte ich Hilfe ein bisschen, um das Zeug ranzukarren. Genauso, Freunde, hier, ihr habt mich auch schon begleitet, vielen Dank dafür. Und ich meine, ihr habt ja auch dann eure liebevollen Gesichter in die Kamera gehalten, das macht ja auch nicht jeder mit. Dann natürlich auch die ganzen Abonnenten, ja, vielen Dank, die mich alle begleitet, die ihr irgendwo mal ein Like da gelassen habt oder ein Abo. Oder dann halt einfach bloß mal halt auch den ganzen Kram euch anguckt, genauso wie die alten und neuen Kollegen. Ja, wo sich halt dann auch, egal ob kleiner oder großer Kanal, sich dann halt auch mal jemand herabgelassen hat und sich meinen Spaß angeguckt hat. Jo, vielen Dank. Ich habe da so eine ganz verrückte Idee gehabt. Ich habe ja, sag mal, mein Spruch, der ist jetzt noch nicht so etabliert, nenne ich es mal. Nämlich, ich liebe den Geruch von Kienspannermorgen. Ja, der ist ziemlich cool, beziehungsweise ich habe ja auch ein Logo. Das kann man ja auch irgendwie auf ein T-Shirt drucken oder so, und an der Stelle würde ich jetzt einfach vorschlagen, weil ich ein Jubiläum habe, haut mal alles, was euch jetzt dazu zu meinem Kanal, für die Zukunft, was auch immer, an Kritik und so, natürlich vernünftig, dann einfällt, dann zack in die Kommentare, und das Sinnvollste nenne ich es jetzt einfach mal, so wie raus, schreibe ich an, und dann, wenn die Person mir dann sagt, in welcher Größe sie ein T-Shirt haben will, mit einem Logo oder halt besagtem Spruch, ja, dann können wir daraus quasi jetzt ein Gewinnspiel machen. Wow! Also irgendwas Sinnvolles in die Kommentare. Und dann nimmst vielleicht ein T-Shirt mit einem coolen Spruch oder mit einem Logo von meinem super tollen Kanal. Ab in Wut. Ja, okay, ich merke schon, ihr wolltet mit dem Spruch. Ja, also. Egal, vielen Dank auf jeden Fall. Und das an, wie gesagt, alle. Außer an mich. Ja. Mit dir habe ich noch eine Rechnung offen. Also, bei mir. Ja, hier haben sich auch schon ein, zwei Videos abgespielt, nenne ich es mal. Und hier war ich auch schon ein, zwei Mal mit Freunden und so. Erinnerungen.
Da muss ich aber mal offensichtlich überarbeiten. Sonst wird das nicht mehr so lustig hier. Boah, ich habe hier gerade krasse Spuren entdeckt. Das ist bestimmt von einem Wolf. Nein, um genau zu sein, von einem weiblichen Wolf. Also einer Wolfskuh. Jo, hier hatte ich meine lustige Beobachtungssession, nenne ich es jetzt einfach mal, mit dem Harvester. Der hatte ja ordentlich hier gewütet, aber auch wieder halt aufgeräumt. Hm? Wer nicht weiß, was ich meine, wisst schon. Verlinkt. Bestimmt. Da gab es ja noch so einen Spot, an dem ich gelegentlich mal war. Ja, an dieser Stelle, ich nenne es mal jetzt immer noch den Pilzbratplatz, wurden schon ein, zwei Spots gedreht. Ich verlinke einfach mal irgendwas, wisst schon. Ja. Ja, jetzt will ich mich nochmal zurück aus der Werkstatt melden, wo es dann wahrscheinlich das nächste Mal auch weitergeht. Von wegen weitergehen, wie wird es weitergehen mit dem Kanal? Also, ich drück's mal so, ich versuche weiter donnerstags 18 Uhr ein Video rauszubringen. Wenn es mal nicht klappt, dann wird beim nächsten Mal, hoffe ich. Also, falls dann gar nichts mehr kommt, dann sage ich schon noch Bescheid. Aber soweit seid ihr mich noch nicht los. Ne? Und wie gesagt, falls mal keins kommt oder so, egal. Dann halt beim darauffolgenden Mal. Na dann. Hoffentlich bis und so. Gehabt euch wohl. Um mal was anderes zu sagen. Ha! Habt da nicht mit gerechnet. Ich auch nicht.